Metalhead TV. Hallo Metalheads, ich darf euch hier recht herzlich begrüßen und freue mich heute hier eine der hoffnungsvollsten Nachwuchsbands im Symphonic Metal zu Gast zu haben, Elvelon vom schönen Niederrhein. Ja, die Bandmitglieder würde ich bitten, sich kurz selber vorzustellen. Ich reiche mal das Mikrofon weiter. Sehr gerne. Also ich bin Pascal, ich bin der Keyboarder der Band und wer bist du? Ja, hi, ich bin der Gilbert, ich bin der Gitarrist von Elvelon und neben mir sitzt die... Ja, ich bin Nele, ich bin die Sängerin von Elvelon und reiche das Mikro weiter an den... Martin. Ich bin Madden oder Martin, also eigentlich Martin, aber Madden ist schöner. Ich bin der Schlagzeuger und ich habe leider keinen, an den ich das Mikrofon weiterreichen kann. Ja, an mich. Geht das jetzt immer weiter? Ja, also gehen wir jetzt einmal rum. Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid. Und ja, ich wollte erstmal mich als Hauptthema auf euer neues Album, euer Debütalbum Until Dawn, ein bisschen beschränken. Ja. Ihr habt super Reaktionen, Kritiken bekommen. Also ich habe schon einen einleitenden Bericht hierzu geschrieben, habe ich mal ein paar Zitate. Das hört sich wirklich gut an. Die neue Hoffnung im Symphonic Metal. Also da seid ihr wirklich sehr, sehr gut weggekommen. Ich denke, freut euch sehr, dass das gut angekommen ist, oder? Absolut. Ja. Ja. War es für überraschend für euch oder habt ihr eigentlich, ja, mal sagen, wenn man ein Album produziert, denkt man ja erstmal, ist gut gelungen. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich etwas schwierig einzuschätzen, also für euch sicherlich doch eine positive Überraschung. Ja, natürlich. Also wir waren ziemlich geflasht von den ganzen Reaktionen, die im Laufe der Zeit dann uns erreicht haben. Natürlich hofft man das vorher, aber wirklich erwarten, ja, ich persönlich habe es nicht erwartet. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es dann halt natürlich dazu gekommen ist. Ja, möchte da sonst noch jemand was von euch sagen? Ja, also mir geht es natürlich nicht anders. Ne? Ich freue mich auch riesig und ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen. Ne? Ja. Wir sind alle super glücklich über die Reaktionen, erwarten. Kann man sowas im Vorhinein, glaube ich, nie, aber aufgrund dessen, dass wir einfach super viel Zeit und Arbeit und auch Geld investiert haben, ja, und all unser Herzblut irgendwie, macht uns das einfach nur stolz und super glücklich, ja, dass wir jetzt die Reaktionen bekommen, die wir eben bekommen. Eine Frage zum Songwriting habe ich. Wie läuft das bei euch ab? Habt ihr einen Hauptsongwriter oder ist es ein Gemeinschaftsprozess? Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Also in der Regel sieht es bei uns so aus, also es gibt nämlich keine feste Regel, aber meistens sieht es halt so aus, dass Pascal schon in der Demo hat, irgendwie die er meistens auf dem Keyboard oder sich am Laptop irgendwie angefangen hat. Das ist dann meistens dementsprechend auch etwas Keyboard-basierter. Was natürlich nicht schlimm ist, aber liegt natürlich in der Natur der Sache. Und dann geht es meist daran, dass Martin und ich das Material uns dann anhören und dann manchmal zwei Takte davon ganz toll finden, darauf einen Song bauen oder auch mal viel mehr und so. Also das ist meistens sehr unterschiedlich und darauf fangen wir dann an, eine Struktur des Songs erstmal zu erstellen. Die ersten Gitarren kommen dazu, dann klar, Schlagzeug kommt dazu. Und ganz früh im Songwriting hat der Martin auch meistens schon eine Idee, wo die Lyrics, welche Richtung die gehen sollen. Und das beeinflusst das Songwriting dann auch nochmal. Dann versuchen wir, okay, wie kann man das noch in der Richtung noch unterstützen? Oder wie kann der Song sich dahingehend noch weiterentwickeln? Und dann kommen auch schon oft schon die ersten Textideen mal, kurze Zeilen und vor allem halt auch schon mal Melodie dazu. Und am Ende... Im besten Falle spielen wir das dann mal im Proberaum auch zusammen. Also wir arbeiten meistens schon am Rechner basierend, haben dann immer die Version 100, also wir haben ganz tausende Versionen am Ende, immer wieder weiter sich entwickelnd. Und dann kommt zum letzten Schluss, kommen dann echt die kompletten fertigen Lyrics dazu. Und dann wird das mal richtig ausproduziert. Am Ende haben wir immer eine Demo, mit der wir dann auch ins Studio gehen. Also das ist meistens schon sehr, sehr weit, bevor wir das aufnehmen.
Noch jemand? Okay. Sorry. Ja, aber du gerade schon angesprochen hast, Zusammenspiel von Musik und Texten. Ich habe gerade hier auf der Hinfahrt mir nochmal ein Album angehört. Zum Beispiel bei King of Thieves ist das ja, wird das auch deutlich, diese mal orientalische Atmosphäre zusammen mit dem Text. Ist auch einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Habt ihr auch spezielle Favoriten, wo ihr sagt, das ja, sind so die Songs, die wir am liebsten dann auch vielleicht live spielen? Oder ist das so wie bei Kindern, keins darf man favorisieren? Ja, tatsächlich ist es in gewisser Hinsicht so, wie du sagst. Man sollte eigentlich keins favorisieren. Aber wenn ich es müsste, würde ich sagen Auriculum, wenn ich mich auf einen jetzt speziell fixiere, weil ich, als wir den Song geschrieben haben, da war ich persönlich in einer recht schweren Zeit und ich hatte aber dennoch die Band immer im Rücken, was mir sehr geholfen hat. Und wir haben den recht schnell geschrieben, obwohl wir eine gewisse Blockade hatten, aber als die dann überwunden wurde, ging alles recht fix und bis heute habe ich immer noch diesen, ja, diesen nostalgischen Geschmack davon im Mund. Und natürlich macht er auch sehr viel Spaß, live zu spielen. Immer wenn er dann im Set auftaucht, kommt neue Energie irgendwie auf die Bühne, wie ich finde. Das fühlt man dann mehr und dann ist man ganz genau drin und dann macht es unglaublich viel Spaß. Das ist ein bisschen unbeschreiblich, aber sehr schön. Das ist so der Moment, Auriculum, sorry. Auriculum ist, stimmt schon, irgendwie immer so der Moment, wo auch das Publikum und wir so eins werden, wo diese Trennung nicht mehr wirklich da ist. Man spürt einfach die Energie irgendwie von den Leuten, die da vor der Bühne stehen und mit einem feiern. Ne? Und ja, genauso finde ich aber, ist das auch bei King of Thieves. Also King of Thieves ist auch einer meiner Lieblings-Live-Songs tatsächlich, weil der auch einfach dieses orientalische Feeling so ein bisschen versprüht. Und da merkt man einfach, dass die Leute da Spaß dran haben. Und man kann, so ich zumindest, ganz vorne kann immer ganz gut dabei zugucken, quasi wie Leute wirklich eintauchen in die Musik. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, und mein persönlicher Lieblingssong des Albums ist auf jeden Fall The Puppeteer. Ist halt der Song auf unserem Album, der so ein bisschen die härtere Gangart, sag ich mal, zeigt. So unsere heavy Seite einfach. Und es macht unheimlich viel Spaß, da auch nochmal zeigen zu können. Wir machen nicht nur diese Symphonic Metal, Fairy Tale Musik, sondern können halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Ich habe zwei sehr große Favoriten auf dem Album. Zum einen ist es für mich ganz persönlich Shout to Aim. Den verbinde ich mit einer sehr, sehr intensiven Kindheitserfahrung, einer Erträumung quasi, einem Traum, den ich geträumt habe als Kind. Und immer wenn ich den Song höre, wenn wir den Song spielen, wenn irgendwas davon läuft, das ist halt immer wieder dieses Gefühl, was ich in diesem Traum hatte, einfach wieder lebendig in mir. Und lässt dann mir auch wieder so ein Feuer entfachen, wenn mich der Alltag manchmal so ein bisschen, ja, verschluckt. Ne? Das passiert halt schon mal. Und dementsprechend Shout to Aim an der Stelle. Und Until Dawn ist für mich definitiv ein Favorit, denn Until Dawn ist für mich der Inbegriff von Elfenbein. Das stellt uns, glaube ich, schon ziemlich ideal dar. Ja. Nicht als einziger Song natürlich, das ist so ein Song, den man zeigen könnte, wenn man sagen will, das ist Elvelon. Mhm. mein aktueller Favorit ist definitiv der Opener, also Spellbound. Aber ich glaube einfach nur aus der Tatsache heraus, dass wir den als letzten für die Platte produziert haben. Der lag immer so ein bisschen länger auf der Halde. Ein bisschen länger ist gut. Wie lange? Sieben Jahre oder so. Und er hat schon länger den Traum, das mal immer zum Song zu machen, auch wenn es jetzt quasi nur so ein Intro ist, jetzt kein vollwertiger Song singe in dem Sinne, ist aber trotzdem für mich
Aber ich habe den total auf den Punkt produziert. Also der hat die Stimmung, von der wir erreichen wollten, finde ich, für mich zu 100% erreicht. Und wenn ich den jetzt höre, dann tauche ich da voll den rein. Vor allem, weil das auch mal ein bisschen was anderes ist, als wir sonst gemacht haben. Und diese, ich will nicht sagen Experimente, aber so ein bisschen diese neuen Elemente, die da drin sind, die überraschen mich selber halt. Ich finde auch mal gut, wenn man was macht, was einen selber überrascht, so was man jetzt nicht so standardmäßig unbedingt jeden Tag macht. Und der ist für mich einfach der frischeste aktuell noch und sowas. Ist, wie gesagt, natürlich kein Fall. Der Song haben wir noch nie live gespielt. Ist auch gar kein Song, den man jetzt jedes Mal auspacken kann, das ist klar. Dafür ist er viel zu ruhig und zieht sich auch an einigen Stellen ganz gut. aber für mich ist das momentan der, den ich am liebsten eigentlich höre. Ja, The Puppeteer kam gerade schon als Stichwort. Habt auch ein cooles Video zugemacht. An alle, die sich das Video ansehen, am Ende des Artikels könnt ihr euch das Video auch nochmal anschauen. Ist wirklich sehr gelungen. Ich denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ihr jetzt ein Label gefunden habt. Du hast das sprechende T-Shirt an, Reaper Entertainment. war das hilfreich dafür, um ein Video aufnehmen zu können? Ist wahrscheinlich in Eigenregie etwas schwierig, oder wie ist das Ganze abgelaufen? Kann man sich das vorstellen? Wer möchte? Wer möchte? Nein, ich mach das. Ja, opferst dich. Also zunächst muss ich dazu mal sagen, die Vorstellung von einem Lyric-Video hatten wir am Anfang nicht. Ja? Also wir wollten im Idealfall sogar zwei vollwertige Musikvideos drehen. Ja, dann hat sich aber diese ganze, alle Umstände, sag ich mal, die einen so manchmal wie einen Seitenhieb treffen, die kommen dann dazu und dann heißt es ja, was machen wir denn jetzt? Besser als nichts, ja, im Grunde genommen. Und ja, Reaper Entertainment haben sich dann halt wirklich, wirklich reingehangen mit uns zusammen und gesagt, Leute, was machen wir? Lass uns ein bisschen brainstormen. Und ja, immer wieder fiel das Wort Lyric Video und immer wieder haben wir so, oh, nee, eigentlich wollen wir das nicht. Ja? Weil ich weiß nicht, also ich persönlich kenne halt sehr wenige Lyric Videos, die mich ansprechen. Trotz der Worte. Ja, häufig sind nur die Texte eingeblendet. Ja, ganz genau. Und das finde ich halt immer so ein bisschen so eine Notlösung irgendwie. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir denn? Wir wollen ja was raushauen und so. Und ein Musikvideo ist einfach aktuell mit dem Finanzplan, den wir haben, so noch nicht zu realisieren. So, das muss halt noch kommen. Und ja, dann haben wir losgelegt und haben gesagt, komm, irgendwas müssen wir da machen. Und dann haben wir ein Greenscreen ausgepackt. Und, ja, wir haben gesagt, versuchen. Und versuch mal klug, was ist passiert. Und Reaper Entertainment hat da ein paar Kontakte ausgepackt. So. Und wir haben dann gesagt, so machen wir das. Wir machen mal einen Probeschnitt, den haben sie uns zugeschickt. Das war einfach der Burner. Also, hat uns super gefallen, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja. Ja, das, eigentlich ist damit schon gesagt, Martin. Ja, nee, absolut. Also die haben uns mega unter die Arme gegriffen, was das angeht. Weil auch ein Lyric-Video ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Als so ein Story-Video mit Performance und. Genau, und aufgrund dessen, dass wir das noch nie gemacht haben, haben die uns da schon mega weitergeholfen. Ne? Also nicht nur mit Kontakten, auch einfach immer mit Rat und Tat standen die an unserer Seite, so wie das bei so ziemlich allem ist. Und genau, das hat super geklappt. Findet auch super positive Resonanz im Internet und stimmt uns alle zufrieden. Willst du noch was sagen? Ja, ihr habt das Album in der Crowdfunding-Aktion finanziert. Das hat ziemlich gut geklappt, muss man sagen. Ja. Ich habe vorher auch schon mal einen Live-Auftritt von euch gesehen und hatte da schon den Eindruck, ihr habt eine ziemlich große Fanbase für eine Band, die bis dato nur eine EP auf dem Markt hatte. Da waren schon wirklich einige Zuschauer dabei vom Festival, die nur für euch da waren und auch Avalon-T-Shirts schon hatten. Wie ist die ganze Geschichte entstanden? Ist das so aus dem Freundeskreis rausgewachsen oder durch viele Live-Auftritte? Meinst du jetzt die Band und die Fanbase oder das Crowdfunding? Dass ihr so viele Fans schon, sag ich mal, habt, obwohl ihr noch eine relativ junge Band seid. Ja, also anfangs, als wir den Schritt gewagt haben, auf Facebook zu gehen und uns in die Öffentlichkeit quasi zu wagen, waren das natürlich erstmal Freunde und Familie und ist ja klar, man kann nicht sofort international ein Star sein. Mama ist stolz. Mama ist stolz, auf jeden Fall.
Ja, wir haben da, ja, wir waren eigentlich nur präsent und haben die ersten Schritte mit Solo-Release für etliche Songs dann angekündigt und die dann auch vollzogen. Und ja, die Leute, die kamen einfach. Also wir wussten auch nicht wirklich genau erst woher. Natürlich sind wir sehr froh darüber. aber ja, wie du sagst, das hat sich so in der Zeit immer weiter hinaus bewegt. Ins Internationale und natürlich auch ins Nationale, weil wir hier in Deutschland dann viele Konzerte gespielt haben. Und da sind dann auch ein paar, ich sag mal, Hardcore-Fans daraus geworden, die uns wirklich sehr feiern und die wir auch mittlerweile schon persönlich kennen und uns immer freuen, die dann vor der Bühne oder am Merch-Stand zu treffen. Oder vor der Haustür, wenn es mal, wenn sie wirklich hier aus der Region kommen. Ja, mit dem Crowdfunding war das dann so, dass wir auch erst sehr skeptisch waren. Wir haben mitbekommen, dass eine befreundete Band von uns das auch gemacht haben und damit ihr Album finanziert haben und sehr erfolgreich damit waren. Und wir hatten dann auch gesagt, lass es versuchen. Damit wäre es dann sehr viel besser und sehr viel einfacher, das Album halt zu produzieren, das ist natürlich klar. Und haben dann erstmal spekuliert, auf wie viel kann man denn gehen, damit das auch erfolgreich wird. Und haben uns dann nach sehr viel hin und her auf die 7.000 Euro da beschränkt. Und ja, dann haben wir das laufen lassen und haben natürlich ein Video dazu produziert, damit wir das irgendwie anspuren können und sagen können, was wir hier machen. Und das, was dann passiert ist, das hat uns komplett aus den Socken gehauen, dass am Ende der kompletten Aktion einfach mal fast 14.000 Euro so drauf waren. Also doppelt so viel, wie wir eigentlich wollten. Mhm. Das war unbeschreiblich, dieses Gefühl, dass man diese helfende Hand von den Fans einfach bekommt. Das war super. Das war sehr krass. Wir haben an dem Tag hatten wir ein Konzert, haben dann nachgeguckt, wie viel haben wir denn jetzt gerade? Und dann, ist voll. So, wow, wie kommt das denn jetzt zustande? Also das war, wir haben dann noch ein bisschen gefeiert an dem Abend. Das war sehr gut. Ja, und ich glaube, das war es dann auch von mir. Habt ihr noch was? Ich hatte noch was. Ja. Achso, wolltest du erst? Ja, komm. Nee, ich. Okay. Wir sind alle zu höflich. ich wollte nur kurz sagen zu dieser Anfangszeit. Also, ich glaube, was uns total entgegenkam, war, dass wir auch einfach diese Musik, also dieses Genre bedienen total. Weil ich erlebe halt durch meinen Beruf halt viele Bands, die jetzt auch nicht aus Metal kommen und sowas, die haben immer totale Probleme, sich immer zu positionieren. Oder auch Labels oder Schwierigkeiten, die jetzt irgendwo genau zu positionieren, was so Werbung und sowas angeht. Und ich sag mal, wir machen halt einfach ganz klar Symphonic Metal. So. Und das heißt, Metal ist eh allgemein natürlich immer eine tolle Community, die sehr treue Fans in sich trägt. Oh, ja. Also man kann das ja leider in den Zahlen, öffentlichen Zahlen sehen, was CD-Verkäufe angeht. Also da ist der Metal ja immer noch, glaube ich, das höchste Genre, was überhaupt noch CDs verkauft, wo Leute wie ich viel auf Konzerte gehen. Und dazu kommt nochmal diese Symphonic-Genre, was wir noch dazu machen, dieses Subgenre. Das sind wirklich Musikfans. Also das sind Musikliebhaber, die sich auch total connecten untereinander. Also wir haben ja von vornherein nicht jetzt nur erstmal kleine hier in unserer Heimatstadt Mörs angefangen mit den Fans, sondern das ging ja von relativ früh, seitdem wir irgendwas online hatten, haben wir Nachrichten aus den USA bekommen, aus Holland, aus Finnland, Japan, weiß nicht woher. Also da sieht man total, dass es erstens diese Musikliebhaber total über die ganze Welt verstreut sind. Und dadurch haben wir natürlich auch einen total großen Radius einfach bekommen, schon relativ früh, aus dem wir da quasi die Fans herholen oder zu uns kommen. Und das hat uns natürlich total ins Entgegengekommen. Also gerade mit dem Crowdfunding, wir konnten natürlich sehen, wo die Pakete alle hingingen. Wir mussten ungefähr 250 CDs verschicken, also 50 Pakete. Und die gingen wirklich in die ganze Welt. Also das war jetzt überhaupt nicht irgendwie nur nach Duisburg, Krefeld und sonst was, sondern das waren die wenigsten, sondern das meiste ging wirklich ins Ausland. Und ich glaube, diese Grundsituation halt durch unser Genre, das hat uns da schon total entgegengespielt. Also,
Das war exakt, was ich auch sagen wollte. Ach, schön. Gut. Willst du es doch das nochmal sagen? Ich würde dann eingefroren. Jetzt kriegst du keine Note. Ja, das hast Genre gerade angesprochen. Gerade da gibt es natürlich auch eine Unmenge von Bands. Von daher ist es auch ein bisschen schwer, da so mal rauszuragen. Ich habe euch mal so ein bisschen die Nightwish vom Niederrhein genannt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Vergleich leben könnt. Insbesondere, weil ich finde, dass ihr sehr unterschiedliche Art von Songs habt, was mir bei manchen Bands im Symphonic-Metal-Bereich so ein bisschen abgeht. Also da hören sich die Lieder doch sehr ähnlich an. Ich denke mal, dass das auch bewusst ist, dass ihr versucht, nicht so eindimensional zu sein, sondern ein bisschen mehrere Sparten dieses Genres zu bedienen, oder? Ja, also zuerst kann man da, glaube ich, ganz gut zu sagen, dass wir alle aus einer anderen Ecke des Metals kommen und da einfach sehr viele verschiedene Einflüsse in unsere Musik reinfließen. und dann muss man, glaube ich, ganz klar zu uns allen sagen, wenn wir Songs schreiben, dann schreiben wir die so, wie wir die fühlen und wie die ja quasi aus uns rausgeboren werden. und nicht so, dass wir sagen, da könnten wir jetzt aber nochmal mit ein paar Kniffen was ganz Besonderes den Leuten bieten. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist vielmehr, einfach die Musik zu machen, die uns selber anspricht und wo wir selber halt sagen, da stehen wir total hinter. Ne? Und da ist eben Until Dawn jetzt rausgekommen bei und dass das so viele unterschiedliche Songs sind, das liegt eben einfach an den Dingen, die ich gerade genannt habe. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, eigentlich mag ich dieses Wort Symphonic Metal nicht so gern, denn wie Nele schon gerade sagte, werden die Songs völlig natürliche Art und Weise bei uns geschrieben. Ja? Also es ist, ich finde, also ich hätte es mir damals, sage ich mal so, nicht erträumen lassen, dass sich Musik so natürlich entwickeln kann und sich selbst so steuern kann, ja? In welche Richtung sie geht. Und gerade Shorter Alien ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Da hatten wir wirklich so viele verschiedene Versionen. Ja. Und mussten uns wirklich, also das ist, wir haben es echt wirklich mit so vielen Arrangements versucht und Ideen und Variationen und es hat nichts gepasst, es hat nichts richtig gepasst, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, okay, wir lassen es mal und in der nächsten Phase haben wir dann gesagt, gut, wir führen den Song einfach mal und das war dann das Zauberwort. Ja. So ist es eigentlich mit jedem Song von uns, mal mehr, mal weniger natürlich, ne? Aber das ist, glaube ich, die Essenz von unserer Musik. Das soll sie auch immer bleiben. Wenn ich mir das so wünschen könnte, dann das tue ich. Ja, also ich wollte gerade sagen, also eigentlich haben wir auch während der ganzen Zeit, die wir jetzt schon zusammen Musik machen, auch schon im Vorhinein, bevor wir gesagt haben, wir sind Elvelon und wir gehen in diese Richtung Symphonic Metal, haben wir schon immer wieder feststellen müssen, dass wir gar nicht anders Musik schreiben können. Dass wir einfach so überhaupt gar nicht weiterkommen, dass die Songs sich einfach überhaupt nicht gut anfühlen und dass wir uns einfach überhaupt nicht in eine Form pressen können. Und das wollte ich einfach nur noch mal dazu sagen. Ja, alles klar. Wo du jetzt gerade auch gesagt hast, dass sich so viele Symphonic-Metal-Bands gleich anhören. Ich habe auch das Gefühl, leider, und ich habe auch manchmal das Gefühl, das liegt auch daran, dass diese Bands auch nur Symphonic-Metal-Bands als Inspiration haben. Und ich glaube, was die paar Größen der Szene auszeichnet und was bei uns, glaube ich, auch der Fall ist, ist, dass wir halt ganz viele Inspirationen eben nicht aus Metal nehmen, sondern dass ganz viel Inspiration halt auch aus Filmmusik kommt oder aus auch zu hört nochmal Musik aus Computerspielen oder sowas. Oder einfach aus anderen Musikrichtungen. Ja, genau, auch nochmal aus anderen Musikrichtungen einfach. Und ich glaube, diese Artenvielfalt, die wir da jetzt versuchen, oder die es jetzt vielleicht dazu gekommen ist auf dem Album, die, glaube ich, steht einfach dadurch, dass wir halt Einflüsse aus vielen Bereichen einfach haben und das jetzt nicht nur aus dem Metal oder speziell aus dem Symphonic Metal nehmen.
Ja, was mir bei euren Konzerten, und es gibt ja auch einen schönen Live-Mitschnitt von euch auf YouTube auch aufgefallen ist, dass es alles schon sehr professionell wirkt, ihr wirklich musikalisch sehr gut seid. Also habt ihr, welchen Hintergrund habt ihr da? Ich sag mal, Lili, jetzt als Sängerin zum Beispiel, hast du eine klassische Gesangsausbildung oder ihr anderen, habt ihr wirklich lange Unterricht genommen oder ist es einfach nur durch Üben entstanden? Fangen wir hier an. Ja, ich glaube, wir gehen dann einmal so rum. Ich glaube, da kann jeder was dazu sagen. Ja. Da sind wir auch ein bisschen facettenreich. Also ich für meinen Teil, ich habe nie Unterricht genommen. Ich habe mit 13 angefangen, E-Bass zu spielen und habe dann über ein Computerprogramm mir von einer Seite von meinen Lieblingsbands die Songs runtergeladen, damit ich die nachspielen kann. Und das habe ich paar Jahre lang gemacht und habe dadurch dann immer weiter Musikverständnis mir aneignen können. Und später darauf, sehr viel später darauf, habe ich dann gesagt, jo, ich würde gerne das Keyboard übernehmen, weil mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit Orchester rumzuprobieren. Und ja, dann das war genau zu der Zeit, wo Martin und ich uns dann auch so ein bisschen dann zusammengefunden haben dafür, für dieses Projekt Elvelon. Und ja, wir haben dann einfach, würde ich mal sagen, drauf losgespielt. Und das ist eigentlich bis heute immer noch dann der Fall. Mhm. Ich habe auch nie geübt. Nein, ist Quatsch. Also ich habe, muss ich überlegen, ich habe ja vorhin in der Band Keyboard gespielt für einige Jahre. Bin dann, glaube ich, weiß gar nicht, mein erstes Gitarre, glaube ich, 2008 oder 2007 oder so gekauft. Einfach nur, weil ich damals Songs schreiben wollte. Also das Songschreiben war am meisten echt Spaß gemacht in der Band und mir hat dann der Gitarreninput immer gefehlt. So, das wusste ich immer nicht so, was schreibt man denn dafür? Wollte es immer selber lernen. Und so hat sich dann ergeben, also dass ich dann, kann ich nicht, 2000, wann haben wir es getroffen? 10? Nee. 9. 12. 2012, ja. Da konnte ich dann schon ein bisschen Gitarre. ich habe halt einfach nur, ich habe jetzt keinen Unterricht gehabt im klassischen Sinne, sondern ich habe einfach, wie die meisten wahrscheinlich, da auch einfach die Songs nachgespielt, die man halt gerne hört. Und dann haben wir uns da zusammengefunden und dann kam durch die Band eigentlich, dann bin ich dann noch weiter an das Instrument gewachsen, also einfach durch viele Spiele. So. Mhm. Ich habe auch 2009, 2008 habe ich auch in Köln studiert, auch ein paar Semester Musik und habe ein Tontechnikstudium auch abgeschlossen. Das heißt, da hatte ich sowieso schon einen gewissen Background, und natürlich die Erfahrung durch die Bands, die ich vorher hatte, dass ich da auch einfach viel schon einbringen konnte in die Band. Dass wir da zum relativ frühen Zeitpunkt auch schon technisch schon ganz gut aufgestellt waren, ab einem frühen Zeitpunkt einfach schon, wo viele andere Bands halt noch ein bisschen längere Zeit brauchen, sich da reinzufinden. Ja, also ich bin, glaube ich, die Einzige, die jemals wirklich Musikunterricht im klassischen Sinne hatte. Ich komme aus einer total musikalischen Familie, also da spielt irgendwie jeder ein Instrument und singt und genau, ich bin mit meiner Schwester allerdings die Einzige, ja, die irgendwie keine Lust auf Instrumente hatte, in dem Sinne. Also meine Schwester hat 12 Jahre lang Geige gespielt und ich habe da irgendwie nie den Zugang zu gefunden. Alles, was irgendwie Tasten, Saiten oder irgendwas zum Klopfen hatte, war nie meins. Und wir sind dann dazu übergegangen, dass wir einfach mal im Duett gesungen haben, auf Familienfeiern und so weiter. Und ich bin dann irgendwann auch durch meine Schwester in so eine semi-professionelle Musical-Gruppe gekommen und habe da so meine ersten richtigen Bühnenerfahrungen gemacht. Und genau nach der ersten Aufführung da vor 700 Leuten hat meine Mama dann gesagt, so, Kind, jetzt bist du soweit, jetzt kriegst du mal ein paar Stündchen Gesangsunterricht. So. Und da ist natürlich für mich, ich war im Himmel. Das war wirklich ein Riesengeschenk. Und genau, aus den paar Stunden ist dann eigentlich so eine ziemliche Ausbildung geworden. Ich habe an der Musikschule dann Gesangsunterricht genommen. Genau, und mit meiner Gesangslehrerin bin ich auch heute immer noch in Kontakt. Ja.
Also ich würde gerne zuerst mal sagen, dass ich glaube, dass die Überzeugung, die wir in den Instrumenten rüberbringen können offensichtlich, dass die auch daher kommt, dass wir alle einen sehr, sehr eigenen Spielstil haben. Also ich habe auch leider nie Unterricht genommen, heute bereue ich es und versuche immer noch Zeit frei zu machen und ein bisschen Knete, damit ich das mal nachholen kann, weil so ein paar Basics sind halt immer irgendwie auf der Strecke geblieben und ja, ist halt immer ganz nett, wenn man sowas nochmal so ein bisschen nachholen kann. Ich bin übrigens guter Dinge, also ne, das läuft. ja, mit dem Schlagzeug angefangen habe ich zufällig tatsächlich. Also ich habe immer schon als Kind überall drauf rumgeprügelt, was irgendwie einen Ton von sich gegeben hat. Menschen. Es hat mich einfach immer. Es ist da so ein ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer ein ganz, ganz nettes Rhythmusgefühl in mir, so wenn ich das mal so sagen darf, so selbstverständlich. Tatsächlich, ja, meine Mutter hat immer sehr viel getanzt und hat immer dann auch laut Musik angemacht, die ich nicht mochte, aber die war immer sehr rhythmisch und ich weiß nicht, irgendwie habe ich habe damals mal alles ausprobiert, ja. Ich hatte mal eine Möglichkeit, durch so einen Proberaum quer alles auszuprobieren und einfach aus Spaß, ne, ohne den Gedanken, ja, ich will jetzt Musik machen, sondern einfach so mal ranzugehen und stand ich am Piano und das konnte ich halt nicht. Genau wie Gitarre, Bass und alles andere, Flöte. Dann kam ich ans Schlagzeug und das war so ein richtiger Magic Moment für mich, denn irgendwer hat irgendwas gespielt und ich habe einen ganz simplen, ganz schlecht gespielten Takt dazu gehauen und ich habe so eine Gänsehaut bekommen, einfach weil ich gemerkt habe, jetzt wird ein Song draus, jetzt wird Musik draus einfach. Es ist ja doch mein. Also ich hätte schon Bock, noch ein paar andere Sachen zu lernen, so, aber die Drums würde ich nie aufgeben dafür. Also dafür ist es einfach viel zu sehr Teil meiner Seele tatsächlich geworden. Ja, und was ich auch noch wichtig finde, was wir auf der Bühne auf jeden Fall haben, und da muss ich uns ganz ehrlich mal selbst loben, ist, dass wir eine Ausstrahlung entwickelt haben, jeder für sich. Und sein Instrument und auch im Zusammenspiel. Ich finde es immer total lustig, wenn Gitarren-Solo und Keyboard-Solo irgendwie mal aufeinander folgen und Pascal und Gilbert da knutschen mit den Instrumenten. Achso. Also, das nicht vor der Kamera. Ja, es ist halt einfach, ich glaube, es ist einfach der Spaß an der Sache und die Leidenschaft daran und dabei, die uns zu den Musikern machen, die wir sind. Ob wir jetzt gut oder nicht gut sind, das überlasse ich dann den Zuhörern, Schauern, was auch immer. Gut. Ja, kommen wir zu den Live-Auftritten nochmal zurück. Habt da in nächster Zeit, habe ich gesehen, habt ihr so 3-4 Termine, aber Tour ist im Moment noch nicht in Planung. Oder könnt ihr da heute was zu verraten? Gibt es da Pläne? Also verraten kann ich von vornherein schon mal leider noch nichts. Dadurch, dass wir halt einfach das Album sehr, sehr fokussiert produziert haben und uns wirklich darauf konzentriert haben, das Beste rauszuholen, muss man ganz einfach sagen, so ist uns da einfach ein Punkt fliegen gegangen. Ganz einfach. Ne? Wir haben natürlich immer noch einen Booker gesucht oder nach Leuten, die da uns unter die Arme greifen können, denn als Band einzeln sich zu bewerben, das ist und bleibt halt einfach. Furchtbar. Ne? Also die meisten reagieren halt gar nicht. Ne? Oder du wirst eingeladen, das ist nochmal was anderes. Aber dementsprechend war die Booking-Situation bei uns von vornherein immer ein bisschen complicated. Und ja, das hat sich aber mittlerweile geändert. Wir haben mittlerweile einen sehr, sehr, sehr kompetenten Mann dabei. Ich schlage nicht, ich meine es ehrlich ernst, ja. und wir planen schon auch etwas größere, also längere Sachen, so, ich sag jetzt mal so eine Art Tour. Ja, inwiefern wir das jetzt dieses Jahr noch realisieren können oder auch nicht, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall hängen wir uns da alle Mann rein. Und ja, für nächstes Jahr ist, glaube ich, auf jeden Fall deutlich mehr erhofft. Ja? Aber auch da ist es halt einfach schwierig, noch was zu sagen. Daher. Alles offen. Ja, quasi. Außer die Termine, die stehen. Elvelon.net, liebe Freunde. Der Burner. Ja, gut, nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, was habt ihr sonst für Wünsche, Träume? Gibt es irgendwo eine Geschichte, wo ihr sagt, das wäre sicherlich so der Höhepunkt,
sag mal, als auf einem großen Festival oder eher, sagen wir mal, jetzt als in näherer Zukunft Support erstmal sicherlich ja von einer bekannten Band oder lieber eine eigene Headliner-Tour? Was ist da so, was euch im Moment so im Kopf rumschwebt? Also ganz speziell für Live jetzt? Insbesondere für Live-Sachen, würde ich sagen, ja. Ich fange mal wieder hier an. Also, wo du jetzt sagst, live, also das geht jetzt ein bisschen, ist nur halb richtig so. Aber ich kann auf jeden Fall, glaube ich, für uns alle sprechen, dass einer unserer größten Wünsche natürlich der ist, dass wir auch mit der Musik dann Geld verdienen und davon leben können. Also, dass wir das machen, was uns Spaß macht. Und ja, wir leben davon und brauchen uns quasi auf nichts anderes mehr zu fokussieren. Das ist natürlich sehr utopisch, aber dennoch bleibt dieser Wunsch bestehen. Mhm. Ansonsten für live natürlich mehr Touren. Eine Welttournee ist, glaube ich, auch für uns alle ein großer, großer Traum. Einfach mehr von der Welt sehen, auch für die spielen, die uns auf Facebook anschreiben, hey, kommt doch mal nach Brasilien oder hey, kommt doch mal nach Kanada. Da müssen wir leider immer vertrösten, aber dennoch ist und bleibt es einfach ein riesig, riesig großer Traum für uns. Ja. Also gerade in Bezug auf die Live-Situation, die auf uns irgendwann zukommen soll, muss ich ganz klar mal sagen, dass ich durch meinen Vater sehr inspiriert bin, der sein Leben lang immer viel gereist ist. Ja. Ich saß öfter vom Fernseher und dachte, guck mal, da war der Papa schon mal. Und, ich fand das immer toll irgendwie. Ne? Es gibt so viele tolle Sachen auf der Welt und einfach so viele interessante Dinge, wo einfach schon vor etlichen Jahrhunderten Leute gestanden haben, gestorben sind, Dinge getan haben, die wir heute tun. Und ich finde das einfach eine wunderschöne Vorstellung, wenn man daran denkt, dass dieser Traum, den wir ja zurzeit eigentlich schon sehr leben, ja, dass uns der mal irgendwo hinbringt, wo wir sonst vielleicht nicht so einfach hingekommen wären. Ja, ich betrachte das Ganze eigentlich ziemlich als so eine Reise. Ja, und, ja, sag mal, je mehr Leute uns gut finden, desto weiter kommen wir. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich würde gerne mal in den Pyramiden spielen oder so. Ja, aber wirklich, ich freue mich auf den Tag, an dem wir sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Selfie vor den Pyramiden. Oder welchen denn? Irgendwelche. Also ich habe zu Hause auch einen. vor dem Pariser Eiffelturm. Einfach zu sagen, hier waren wir, hier sind wir und wir machen Diener, Musik hier. Ja, wir leben hier unseren Traum auf der ganzen Welt irgendwie, ja, von der wir ein Teil sind. Ja, und das ist für mich eine ganz, ganz große Sache. Wunschtraum. Also auch bei mir steht ganz oben auf der Wunschliste auf jeden Fall eine Welttournee. Für mich steht da einfach im Vordergrund, dass wir verkaufen ja nicht Ware, sondern wir schreiben Musik, teilen das jetzt schon über Social Media etc. Eigentlich mit dem gesamten Globus und bei mir lodert einfach dieser Wunsch danach, wirklich auch face-to-face mit den Leuten zu sein, wo ich weiß, die hören unsere Musik und das Ganze will ich einfach mit denen auf Festivals, wenn wir dann auf der Bühne stehen, irgendwie zelebrieren. Ich möchte den Leuten irgendwie mit den Leuten in Kontakt stehen und einfach Momente mit denen teilen und das finde ich jetzt schon bei unseren Konzerten immer super. Natürlich kommt da dieser riesen Pluspunkt dann zu weltweit, ne, dass man viel sieht, dass man viel rumkommt, hoffentlich. und ich reise halt auch einfach super gerne. Das macht sehr viel Spaß. Und wenn ich das dann eben noch mit meinem alltäglichen Job verbinden kann, wäre das einfach das Optimum. Ja, ich bin jetzt hier. Ich breche jetzt hier, glaube ich, ein bisschen die Linie, weil ich bin jetzt nicht so der Weltenbummler, ich bin eher der Hobbit. Muss ich echt überlegen.
Also ganz klar, ich würde super gerne mal das Wacken spielen. Also das im Sommer. Wir haben ja schon auf dem Wacken-Wetterreiz gespielt hier. Das ist zufällig, das T-Shirt an. Das war schon sehr gut, auch wenn es sehr kalt war. Aber im Sommer hätte ich immer sehr Bock. Das fände ich großartig. Ich immer, natürlich. Das wäre großartig. Ansonsten, ja, Support-Shows sind auch immer schön. Sind auch mal ein bisschen, natürlich mal ein bisschen eingeschränkt als Support. Also eigentlich, wenn man eine Headliner-Show da lieber, aber trotzdem gerne mit den gleichen vollen Hallen wie bei einer Support-Show. Ist natürlich auch noch so ein bisschen utopisch, aber das sind so die Punkte, auf die ich mich am meisten freue für die Zukunft. Wenn es denn so klappt, ne? Also, klar. Tut es. Ja. Eine Sache. Ja. Also eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ja, ja. Also tatsächlich generell mehr auch auf größeren Bühnen spielen, ist ja klar. Wer möchte das nicht? Aber dabei die Bühne, das Licht oder die Effekte mit auszusuchen, mit aufzubauen. Wenn ich mich so daran zurückerinnere von den großen Leuten, die ich auf großen Bühnen gesehen habe, zum Beispiel Alice Cooper oder, oder sogar Nightwish oder Trivium. Ich hatte bei den meisten Auftritten hatte ich absolute Gänsehaut von dem, was die uns quasi geboten haben. Und das möchte ich gerne dann auch zurückgeben an die Leute, die uns immer supportet haben und immer noch supporten. Ihr seid die Besten. ich habe da Spaß dran und möchte dann auch einfach sehen, wie weit man da gehen kann mit unserer Musik. Das wäre einfach auch mit Optimum. Ja, ich meine, ihr seid demnächst auch auf Metal Hammer Paradise, spielt ihr. Das ist hier, glaube ich, im Weißenhauser Strand, liegt da richtig? Ja. Bei Lübeck irgendwo. Ja, Anfang November, also da habt ihr auf jeden Fall schon mal, denke ich mal, eine größere Bühne für euch. Ja. Ah. Ich war noch nicht da, also ich stelle es mir so vor, gut. Ja, aus meiner Sicht habe ich jetzt so ziemlich alles gefragt, was ich fragen wollte. Ist noch irgendwas, was ihr auf jeden Fall loswerden wolltet? Ihr habt jetzt die Gelegenheit, hier nochmal eine Botschaft loszulassen oder auch nur ein paar Grüße. Das mache ich. Was gerne. Ihr möchtet. Ganz kurz. Okay. Also wir spielen halt einfach auf der kleinen Bühne. Der kleinsten Bühne, das ist glaube ich eine 200, 300 Halle oder sowas. Natürlich trotzdem super, ne? Ich wollte nur mal eben klarstellen, ich bin jetzt nicht irgendwie unzufrieden. Nein. Ja, danke, Gilbert. Bitte, Nele. Sehr gerne. Nee, also ja, das ist immer mein Part in dem Moment. Ja, ich möchte mich einfach, oder wir wollen uns ganz gerne nochmal bei allen riesig bedanken, die uns supporten, die sich dieses Interview hier angehört haben. Und euer Interesse ist super und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram mal besucht und bei unseren Konzerten vorbeischaut. Ja, dann vielen Dank. Ich möchte noch vielleicht kurz erwähnen, der Philipp von euch, euer Bassist, ist heute nicht hier. Wir wollen natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Also, ansonsten danke ich euch recht herzlich dafür, dass ihr die Zeit genommen habt. Das war gerne. Interview. Und ich würde mich freuen, euch bald wieder live sehen zu dürfen. Und wäre schön. Aber lange Ausflug, glaube ich. Die Reisekosten von Metalheads.de, das Budget gibt er leider nicht her. Ist doch teuer, muss man sagen. Ja, bleibt uns gewogen. Tschüss, Metalheads. Bis demnächst. Ciao.